Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute überlegt, dass ich für euch eine Morning-Routine am Stall drehe. Ich habe ja jetzt schulfrei, das heißt, ich kann schon direkt am Anfang zu den Pferden gehen. Und genau, ich zeige euch jetzt einfach, was ich morgens alles schon so erledige. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Wenn ich dann morgens in den Stall komme, atme ich erstmal tief die Stallluft ein und freue mich, dass ich bei den Pferden bin. Und dann geht's los an die Arbeit. Was ich eigentlich so ziemlich am Anfang mache, ist den Pferden einfach ihre Heurationen zu geben für den Morgen. Die bekommen ja bei uns zweimal am Tag Heu, also morgens und abends oder nachmittags. Und jetzt haben sie noch ein bisschen was übrig, aber das staue ich jetzt noch mal ein bisschen auf. Birds are filling up the sky, are you willing to try? Why? Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot. Eben war auch die Tierärztin da, da konnte ich euch natürlich nicht filmen, aber wir haben eine sehr gute Nachricht bekommen und zwar darf Maddox heute ohne Verband rumlaufen und wenn heute Abend bzw. Nachmittag die Wunde gut aussieht, dann darf er den Verband sogar heute Nacht auch rauslassen. Die Tierärztin meinte einfach, dass die Luft der Wunde sehr gut tun würde, was ich übrigens auch der Meinung bin und momentan ist eh alles gefroren, das heißt der Matsch ist auch noch nicht so gefährlich für die Wunde. Und deshalb kann auch wahrscheinlich ein Termin, der ansteht, dieser Woche stattfinden, der übrigens sehr, sehr cool ist, weil da werde ich euch auch mitnehmen. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Kann euch die Wunde ja einmal gerade zeigen, wie es momentan aussieht. Das Eis. Hallo, lass mal deine Wunde. So. Es fängt auch schon an, neues Gewebe zu kommen. Und Maddox läuft weg. Ja, Maddox, wir stören dich überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall sieht das alles sehr gut aus. Hier ist noch alles gefroren. Das ganze Eis. Wobei es heute so unglaublich warm ist. Das Heu haben sie ja jetzt bekommen. Jetzt geht es an die Stallarbeit ran. Beziehungsweise war ja auch schon Stallarbeit. Aber jetzt geht es ans Misten. Ja, ich werde jetzt mal abäppeln. Just reboot. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Um diese Jahreszeit gehe ich jetzt immer hoch zum Reitplatz und schaue mal, ob der Boden sehr gefroren ist oder wie sich der so verhält. Weil man sieht, wie ist es noch ein bisschen gefroren an manchen Stellen. Ja, ob man da halt eben reiten kann oder nicht. Hier steht übrigens unser cooler Neusprung mit den neuen Sternen. Ja, dazu habe ich euch ja nähere Infos
in dem Video gegeben, wo wir die neuen Sprünge aufgebaut haben. Also könnt ihr da gerne nochmal vorbeischauen. Hier ist ein bisschen Eis. Ja, aber der Sand ist weich. Das ist nicht schlimm. An manchen Stellen, so wie da, da kommt einfach keine Sonne hin. Und deshalb ist es da noch gefroren. Aber hier zum Beispiel scheint die Sonne halt volle Kanne drauf. Deshalb ist da halt schon alles aufgetaut und genauso ist es auch am Reitplatz. Hier vorne ist es noch ein bisschen, weil es da schattig ist, ist noch gefroren, minimal. Und dann ist aber schon alles wieder aufgetaut. Also ich muss ja jetzt meine Pferde nicht rein oder eben rausbringen. Das Einzige, was ich manchmal machen muss, ist, wenn sie am anderen Ende der Wiese stehen, muss ich sie halt manchmal zum Stall holen mit dem Halfter, weil da einfach nur die Reichweite meiner Stimme nicht so weit ist, dass sie das hören würden und von alleine kommen. Mehr als Heu und abäppeln und kontrollieren, ob der Boden gefroren ist oder nicht, mache ich auch eigentlich gar nicht mehr morgens. Reiten tue ich dann auch eher danach, also meistens eher so gegen Nachmittag, Mittag oder so. Und füttern halt auch eher gegen Mittag oder Nachmittag. Deshalb würde ich sagen, ist meine Morning-Routine hier auch schon beendet.